Willkommen zurück zu Paper Mario 2, die Legende vom Millionentor, Kapitel 3. Wir sind Kämpfer in Falkenheims Arena, gegenwärtig noch in Liga 2, wollen uns aber hocharbeiten und haben im letzten Part gruselige Mythen über diese Arena gehört und ein springendes Spiegelei draußen am Hotdog-Stand gerettet. Weiß auch nicht genau, was ein Hotdog-Verkäufer mit einem Ei zu tun hat, aber vielleicht gab es da einen seltsamen Kunden, der seinen Hotdog immer mit Spiegelei gegessen hat. Wie auch immer, ich habe das Ei gerettet, werde es aber natürlich nicht im Kampf mitnehmen. Das wird sich schön hier ins Bettchen chillen, während wir versuchen, unsere Kämpfe zu gewinnen. Und ich darf euch verraten, das wird ein ganz ekliger Kampf. Vor allem wegen der Auflage, die ich bekommen habe. Die ist ja einfach nur Kacke. Die Gegner im Vorgangskampf sind der Kräuterklempner Bombolo-Luigi und die flinken Vollstrecker, die Banditenbande. Also los, Mario, schaffen das. Mit unserem Tempo könnt ihr niemals Schritt halten. Let's fight! Wir kämpfen also gegen Samum und seine Truppe, der Dude, der uns die Mythen erzählt hat. Und wir müssen dreimal Schaden nehmen, sonst kommen wir nicht einen Rang weiter rauf. Das Problem ist, das sind Banditen. Einer schlimmer als der andere. Das ist ein Bandit. Bei seinen Angriffen stiehlt er dir Münzen. Maximal KP 5, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Du kannst den Diebstahl verhindern, wenn deine Verteidigung stimmt. Schau dir sein belämmertes Gesicht an, wenn deine Verteidigung gepasst hat. Ansonsten bekommst du deine Münzen zurück, wenn du ihn gleich vor Ort besiegst. Ja, das ist aber halt nicht ganz so einfach. Meine Sternenergie ist auch nicht ready, daher muss ein Item her. Und ein Schwirrwarr ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt gegen die. Vielleicht treffen sie uns nicht. Okay, der erste wurde davon nicht erwischt, aber den wehren wir einfach ab, wollte ich sagen. Nein. Hat nicht geklappt. Beim Rest aber. Wobei mich auch nur der letzte wirklich erwischt hat. Ja, und jetzt muss ich den da vorne, so gut es geht, bezwingen. Aber die hinteren, die sind noch schlimmer. Das ist ein großer Bandit. Aber auch große Banditen sind nur Banditen. Maximal KP 8, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Große Banditen stehlen übrigens nicht nur Münzen, sondern auch Items. Du kannst den Diebstahl verhindern, wenn deine Verteidigung stimmt. Sonst musst du die Banditen schnell besiegen oder sie verschwinden mit dem Diebesgut. Und das ist halt einfach nur crazy. Okay, ich würde sagen, wir hauen einen Erdbeben raus. Oh! Und zum ersten Mal meddert Merles Zauber. Wir machen mehr Damage. Das könnte ja vielleicht sogar reichen, um die Roten zu bezwingen, oder? Andererseits, ich glaube, der Schaden wird nur verdoppelt. Sprich, das wäre dann bei 4. Nein, 5! Okay, sehr gut. Damit sind die Roten down. Und wir kriegen auch unser Geld zurück. So nice, wie der traurig guckt, wenn sein Diebstahl schief ging. So, ja, so haben wir bestimmt alle geguckt, als wir unseren Ladendiebstahl in der ersten Klasse vollzogen haben. Komm, gib das zu, jeder hat's getan. Ja, ich habe auch, also Duplo-Riegel, come on! Come on, Mann, Pennymarkt, verklag mich! Ey! Das war der Geschäftsführer von dem Pennymarkt. Ja gut, okay. Ich habe meine Lektion gelernt. Es wird nicht mehr vorkommen. Aua. Scheiß Hater. Ja, gut. Wahrscheinlich war das so ein Fan, der dachte, oh, das ist der Größte, der Tollste, der Perfekte. Und dann droppe ich, ich habe auch mal einen Schokoriegel geklaut, als ich 6 Jahre alt war. Und er dann so, oh, nein, das hätte ich nicht gedacht. Du bist nicht perfekt, du hast keine reine Weste. Ich hasse dich, Nintendo. Und der Gewinner ist Bombolo-Luigi. So geht das. Moment, habe ich jetzt überhaupt dreimal Schaden genommen? Ja, oder?
doch. Einmal Münzen? Doch. Bitte deine Gage. Wenn nein, dann werde ich jetzt erfahren. Und dann vergeht mir das Lachen aber ganz schnell. Okay. Mario steigt auf Rang 14. Ich lasse dich jetzt allein. Also, man sieht sich. Aber diese Kampfauflage gegen Samums Team war schon echt heftig. Übrigens, in der Bar draußen trifft man gelegentlich diese wunderschöne Frau. Die würde ich ja gerne näher kennenlernen. Du solltest unbedingt mal rübergehen und sie dir anschauen. Oh, ich glaube, ich weiß schon, wen du meinst. Mal sehen, wie es ihr heute so geht. Oh nein. Natürlich bist du hier. Warum ist er immer bei allen schönen Frauen? Wobei ich auch sagen muss, ohne das Texture Pack sieht sie tatsächlich in der Originalfassung noch ein bisschen schöner aus. Sprich, das Texture Pack hat sie echt ein bisschen hässlicher gemacht, leider. Aber sie ist immer noch eine Hottie. Der plötzlich verschollene Champion Dark Toadster. Der war wirklich ein brillanter Kämpfer. Es gibt immer noch viele Fans, die auf seine Rückkehr hoffen. Ich natürlich auch. Oh. Und du bist Dark Toadster? Nein? Dann verpiss dich! Bonjour, Monsieur Schnauzer. Welche Blumen die kleine Mademoiselle wohl mag? Am passendsten wären ja wunderschöne dornige Rosen. Ah, halt einfach die Schnauze, Mann. Und wie wir im letzten Part auch gehört haben, sind jetzt die wunderschönen, lieben Toad-Mädchen hier. Die drei Mädels bereisen die ganze Welt und wir lieben den Kampfsport. Die Kämpfe der ersten Liga sind wirklich sehr spannend. Mario, du musst schnell in die erste Liga aufsteigen. Diese starken Männer kämpfen zu sehen, ist so aufregend wie Karussellfahren. Okay, vielleicht sind sie doch ein bisschen zu jung. Ach, was? Übrigens haben wir uns noch keinen Hotdog gekauft. Hallo, Brate. Diese Namensvergabe in dem Spiel ist einfach nur legendär. Braten hat die leckersten Hotdogs von Falkenhain. Für nur 10 Münzen bekommst du eins. Magst du? Okay. Herzlichen Dank. Mit diesem Hotdog soll man jeden Kampf gewinnen können. Stellt 5 KP und BP her. Ob das wohl stimmt? Tja, gibt ja einige Mythen hier. Muss also nicht unbedingt stimmen. Wir werden sehen. Nächster Kampf. Hallo Bamba! Dein nächster Kampf, ja? Okay. Als nächstes kommen Piranhas und Co. Im folgenden Kampf solltest du mindestens eine Sternattacke nutzen. Echte Dramatik braucht Höhen und Tiefen. Bring uns also ein Highlight. Und zeig mir einen guten Kampf. Okay. Ich glaube, da zeige ich euch jetzt mal die neue Sternenattacke Paralyse, von der ich persönlich kein großer Fan bin. Deswegen haben wir sie noch nicht genutzt. Und ich weiß gerade auch gar nicht, was es da für ein Action-Kommando gibt. Aber wir finden es raus. Die Gegner im Feuerkampf sind der Krawallklempner Bamba Luigi und die lebensgefährlichen Piranhas und Co. Wir lassen uns niemals besiegen. Wir werden es euch zeigen. Let's fight! Okay. Hier kriegen wir es also mit den Gegnern aus dem zweiten Kapitel zu tun. Ja, so eine Art Best-of. Alles klar. Auch die Paralyse kostet 2 Sterneinheiten, stoppt und paralysiert alle Gegner für eine Weile. Drücke A, B, X über dem Gegner schnell hintereinander. Also ich weiß gerade wirklich nicht. Ich probiere es einfach aus, ne? Kann sein, dass es schief geht. Hoffe aber nicht. B, X. B. Ach nein! Ich Idiot! Ich muss natürlich das drücken, was da. Ach so! Oh mein Gott, lol! Ich hätte mich beinahe selbst paralysiert! Ich dachte mir schon, hä, es stand doch über dem Gegner. Und ich drück die ganze Zeit die Knöpfe, die bei mir stehen! Aber natürlich musst du die Knöpfe drücken, die bei deinen Gegnern angezeigt werden. Das ist ja krass. Es kann entweder Mario, das Publikum oder die Gegner paralysiert werden. Das ist schon ziemlich heftig. Aber wenn es gelingt, dann... ja, easy. Jetzt können sie nichts mehr machen. Für 3 Runden lang. Das heißt, wir haben alles in der Hand.
Da brauche ich noch nicht mal einen Power-Hauer. Ist auch besser so. Dann kann ich mir Cools raushauen und meine Sternenergie wieder aufladen. Ah, Mist, mit Kumpinas kopflos habe ich es gerade versaut. Aber passiert, passiert. Dafür regelt der Hammer gegen diese schwarz-weiße Piranha-Pflanze. Übrigens habt ihr bemerkt, dass meine Domtendo-Emojis im zweiten Kapitel alle schwarz-weiß waren. Detailarbeit, Leute, Detailarbeit. Hier auf diesem Kanal wird immer gehustelt. Jedes Detail. Und der Gewinner ist Bauma Luigi. So geht das, Mann. Ja, das war echt eine geile Vorstellung, muss ich sagen. Sehr schön. Hier, nimm die Kohle. Gerne. Schon 6 Münzen. Ich lasse euch allein schauen. Voll süß, wie das Ei da immer chillt und dann rumhopst so. Das lässt sich wirklich gut gehen. Weißt du, ich werde mich langsam zur Ruhe setzen. Weiter komme ich eh nicht. Ich bin viel zu schwach. Der nächste Kampf wird mein letzter sein, bevor ich noch sterbe. Ein bisschen traurig bin ich schon, aber so ist es nun mal. Du gefällst mir. Also vergiss den alten Marono nicht. Oh, wirklich? Du gehst? Schade um ihn, aber ehrlich gesagt schätze ich gesunde Selbsteinschätzung. Und ich denke, er hat nicht Unrecht. Aber für uns geht's noch weiter rauf. Moino Bomba! Als nächstes kämpfst du gegen die Hypersteine. Im folgenden Kampf solltest du keine Sternenattacken nutzen. Keine langen Inszenierungen. Ich möchte einen soliden Kampf sehen, okay? Zeig mir einen guten Kampf. Oh je. Die Hypersteine. Das heißt, es geht um den Unsympathen da. Warte mal, der Kampf geht los. Wobei, was ist das Unsympath? Auch der Hyperstahl-Kirk war im Inneren ja ganz lieb. So sagen es zumindest die Zimmergenossen. Aber er hat Schwierigkeiten, seine Gefühle zu zeigen. Gegner im folgenden Kampf sind Bomba Luigi und die stolze Spezialeinheit, die Hypersteine. Also los, Mario, geben wir alles. Den schlagen wir im Handumdrehen. Let's fight! Keine Sternenattacken. Das ist schon ziemlich fies. Also wir haben in dieser Folge nicht so viel Glück mit den Auflagen. Denn diese Dinger sind, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, äußerst defensiv, aber können auch offensiv extrem ausrasten. Das ist ein Hyper-Karl, ein Steinmonster, genauso wie Kirk und Karl Kirk. Maximal KP 3, Angriffskraft 2, Verteidigung 2. Wenn sie sich aufchargen, bringt ihr nächster Angriff unfassbare 8 Schadenpunkte ein. Hyper-Karls haben zwar nur wenig KP, aber dafür sind sie hart und immun gegen Feuer. Am besten greifst du sie wohl mit Items an, bevor sie sich aufladen. Richtig, denn ansonsten werden wir komplett zermatscht. Ich möchte jetzt erstmal was ausprobieren, weil ich sowieso nicht genug Sternenergie habe. Und zwar, würde der Erdbeben die nicht sogar umdrehen? Also er macht keinen Schaden, aber er dreht sie doch um, oder? Oder macht er Schaden? Doch, er macht sogar Schaden, geil! Ah ja, moin! Dann brauchen wir das Item ja gar nicht. Eigentlich habe ich nämlich den Wutbeben dafür vorgesehen. Aber unter diesen Umständen machen wir einfach eine Erdbeben- und Multisprung-Kombi. Wuhu! Waha! Wuhu! Geil! So nice habe ich die noch nie gekillt. Yeah! Mario, you are the best. Aber hier kann es schon richtig schief gehen, ne? Denen darfst du keine Zeit lassen. Die laden sich sofort auf. Der Gewinner ist Bomba Luigi. Übelst nice. Yo, aber richtig. Bitte, deine Gage. 7 Münzen erhalten. Und nun auf Rang 12. Ich lass dich mal allein, okay? Okay. Und wie ihr sehen könnt, ist Marono tatsächlich weg. Mach's gut. Du hast es zumindest versucht. Du hast versucht, deinen Traum zu verwirklichen. Zumindest dachtest du, die Arena sei es. Vielleicht war es aber nur ein Zwischenstopp. Vielleicht bist du für was anderes bestimmt. Marono, alles Gute. Und wir machen weiter.
Moin, Bomber. Nächster Fight, okay. Da haben wir die Bomber. Das passt ja. Im folgenden Kampf solltest du keine Hammerattacken benutzen. Ich bin gespannt, wie du dich ohne Waffen schlägst. Zeig mir einen guten Kampf. Da werde ich dann jetzt aber wohl zu dem Wutbeben greifen müssen. Bomber, der Kampf geht los. Okay. Bomber, wie ihr euch schon denken könnt, der Bob-Omb und seine Gruppe. Er ist also der Stärkste in der gesamten Kabine neben uns. Die Gegner im folgenden Kampf sind Krawallklebender Bomber Luigi und die Hochexplosiven, die Bomber. Los, Mario. Es geht ab gleich. Also los, Bomber. Let's fight! Bomber gegen Bomber. Stehst du? Witz des Jahrtausends. Ja, ja. Gombrina. Wie explosiv sind sie wirklich? Das ist ein Bob-Omb. Bob-Ombs sind im Kampf sehr temperamentvoll. Maximal KP 4, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Nehmen sie Schaden, werden Bob-Ombs sehr ärgerlich. So ärgerlich, dass sie vor deinen Augen explodieren. Der Schaden ist hier enorm. Wenn sie sauer sind, explodieren sie sehr schnell. Dann besser nicht springen. Hammer- und Panzerattacken oder Angriffe mit Items sind dann eine kluge Idee. Ja, der Hammer ist gesperrt. Ich frag mich nur, wie die Bob-Ombs Kämpfe gewinnen, wenn sie sofort explodieren. Naja, es sind ja vier. Ich schätze mal, einer ist einfach sehr defensiv und die anderen denken sich so... YOLO. Also im wahrsten Sinne des Wortes denken sie sich das. Nee, das ist auf jeden Fall zu krass. Da brauchen wir den Wutbeben. Andere Option wäre jetzt ja auch nur Sternenbeben gewesen. Ne? Alles andere geht ja nicht. Ist auch besser so. Werden wir nicht weggesprengt. Und der Gewinner ist Bomber Luigi! Eigentlich schade. Er hätte noch gern gezeigt, wie die dann angreifen und explodieren, aber ich glaube, wir treffen noch Bob-Ombs. Ja, spätestens im Duellkerker. Also, wir werden es noch erleben. Hier, deine Gage. Bin halt auch immer ein bisschen gezwungen, halt je nachdem, was ich als Auflage bekomme, zu handeln. Ne? Ist klar. Rang 11 erreicht. Ja, richtig krass. Ciao. Ganz schön einsam hier, seitdem Maruno weg ist. Ein Schwächling weniger. Kein Grund zu jammern für so eine Null. Er hat sich wohl überanstrengt. Also, das hier ist deine Garderobe. Und jetzt bekommen wir tatsächlich einen neuen Mitbewohner, der sozusagen für Maruno dazukommt. Ich werde mal den gesamten Text hier skippen, denn warum auch immer, es wird genau das gleiche gesagt wie auch schon zu uns. Wir müssen uns das als Spieler aber trotzdem nochmal geben. Da kann ich auch nicht ganz verstehen, was die Entwickler damit bezwecken wollten. Ich meine, ist ja mal ganz cool zu sehen, wie so ein Gegner halt jetzt hier den Kampf beginnt, aber trotzdem unnötig. Das hätte man auch im Hintergrund ablaufen können. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass Texte im Hintergrund ablaufen. Also es wäre hier auf jeden Fall besser gewesen. Das einzig Witzige ist seine Auflage. Er muss im Kampf einen dreifachen Salto zeigen. Wie will er das denn machen? Naja, gut. Ja. Also da wird wirklich nochmal alles haargenau erklärt. Macht halt gar keinen Sinn. Aber so ist es wohl. Naja. Hallo, ich bin Flap. Nett, euch kennenzulernen. Oh, na immerhin ist er nett. Ja, Kämpfer Flap. Dein Kampf beginnt. Let's go. Du wirst abgeholt. Also dann viel Glück. Und ich würde sagen, wir speichern mal. Gibt es ja zum Glück gleich hier einen Button.
Eine Heilung ist vielleicht auch mal angebracht, oder? Geht's dir gut, Mario? Bisschen wenig BP. Naja, egal. Hallo, Bamba. Nächster Kampf. Dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 10. Du kämpfst gegen die Stahlbrüder. So ist es. Du trittst zum ersten Mal gegen einen Erstligisten an. Enttäusche mich nicht. Gib dein Bestes. Im folgenden Kampf solltest du mindestens eine Sternattacke nutzen. Echte Dramatik braucht Höhen und Tiefen, wie du weißt. Also los, gib mir ein Highlight. Ich brauche mehr Likes, mehr Views. Und zeig mir einen guten Kampf, Mann. Wir haben also endlich die Möglichkeit, in die erste Liga aufzusteigen. Wir müssen alles geben. Bamba, los geht's. I'm ready. Geben wir es ihnen. Kommen wir nun zum Hauptevent dieses Abends. Bamba Luigi, derzeit auf Rang 11, versucht er bitte, in die erste Liga aufzusteigen. Ihr wisst schon, mehr Geld, mehr Frauen, dies, das. Hier nur unsere Chance. Die auf Rang 10 platzierten Stahlbrüder. Begrüßen wir nun den bärtigen Barbaren Bamba Luigi. Bamba, du bist übelst krass. Alter, ich liebe dich. Bamba Luigi, wie ist deine heutige Kondition? Du kannst mich mal. Wow, okay, okay. Das hat Konsequenzen. Nein, Spaß. Die Motivation ist eigentlich ganz geil, fühle ich. Wir warten. Geht's ihnen? Oh, fiese Stacheln. Ja, Mann, unsere Stacheln sind richtig krass. Oben wie unten. okay, bedrohliche Gegner. Ich zitiere. Der Kerl ist für uns nur ein kleiner Fisch. Ein Wurm, Plankton. Oder ein Pantoffeltierchen, wie du, sollte zu Hause bei seinen Videospielen bleiben. Und du sprossst einer Gnomen, Wurzelzwerg, Staubkorn und so weiter und so fort. Du wirst es nicht nochmal wagen, uns herauszufordern. Aus dir Milchbad machen wir Hackfleisch mit Püree. Hörst du? Dein letztes Stündchen hat geschlagen, du Hochstapler. Hast du kapiert? Macht euch alle. Na gut, du bereust noch früh genug, dass du uns herausgefordert hast. Diese stahlharten Körper mit den alles durchdringenden Stacheln sind unbesiegbar. Du kannst machen, was du willst. Es wird alles umsonst sein. Schau dir die Sonne nochmal an. Vielleicht siehst du sie heute zum letzten Mal. Ach du Scheiße, was ein heftiger Spruch. Let's fight! Den Spruch muss ich mir wirklich merken, der war gut. Wir müssen gewinnen. Das sichert uns unseren Platz in der ersten Liga. Wir müssen alles geben. Keine Chance. Ihr werdet schon sehen, wer der Chef im Ring ist. Aber die wurden ganz schön bedrohlich vorgestellt. Gombrina, wie sieht's mit der Wahrheit aus? Das ist ein Stahlkirk. Maximal KP 6, Angriffskraft 4, Verteidigung... Hä? Verteidigung unbekannt? WTF? Hier steht, viele Attacken wirken überhaupt nicht. Nichts ist so hart wie ein Stahlkirk und Attacken verpuffen einfach? Also, sollen wir die beiden wohl gegeneinander stoßen? Was ist das hier bitte? Fliehen wäre natürlich auch eine Möglichkeit und würde ich ehrlich gesagt bevorzugen. Aber es geht doch um die erste Liga. Das können wir doch nicht machen. Wir drehen die Spacken einfach um. Bam. Okay. Das ist belastend. Oh. Und schon gibt's Hate. Okay, Leute, Retalk. Wir können diesen Kampf wirklich nicht gewinnen. Es gibt keine Möglichkeit zu gewinnen. Selbst die Sternenattacken sind wirkungslos gegen diese Monster. Wir sind ihnen leider nicht gewachsen. Als Blindspieler beißt man sich hier die Zähne aus. Als jemand, der das Spiel schon kennt, hebt man die weiße Flagge. Leider. Ja, mein Ergebnis! Sieg für die Stahlbrüder! Hast du jetzt kapiert, dass du uns nicht gewachsen bist? Wir stehen dir jederzeit zur Verfügung. Aber lerne erst zu kämpfen, bevor du wiederkommst.
belastend. Naja. Hier, deine Almosen. Eine Münze. Mario bleibt auf Rang 11. Ich lass dich jetzt allein heulen. Bis bald. Okay. Wo ist eigentlich dieses Ei hin? Ich kann es nirgendwo mehr entdecken. Was? Du hast recht? Hey Leute. Hm? Yes! Und gleich die richtige Farbe. Ehre! Denn an dieser Stelle muss ich erklären, es gibt verschiedene Farben, die dieser Yoshi haben kann. Und zwar, sobald man das Ei an sich nimmt, läuft ein unsichtbarer Timer ab. Von 0 bis 6 Minuten wird der Yoshi grün. Von 6 bis 9 Minuten wird der Yoshi rot. Von 9 bis 11 Minuten wird er blau. Von 11 bis 15 wird er orange. 15 bis 18 pink. 18 bis 19 schwarz. Und 19 bis 20 weiß. Danach resettet sich das Ganze wieder. Also wenn ihr eine bestimmte Zeit abwartet, könnt ihr eure Wunschfarbe abtimen. Und mein Favorit ist eindeutig Blau-Türkis. Und das habe ich hiermit sogar schon bekommen. Richtig geilo. Und das ist also Bomba, Yoshi. Ohne dich wäre ich nie heil aus diesem Ei rausgekommen. Danke, Kumpel, ich danke. Das stimmt. Was, du bist aus diesem Ei geschlüpft? So eine Überraschung. Details interessieren jetzt nicht. Wuhu. Wichtig ist doch, ihr wollt also Champion werden und das Sternjuwel bekommen, richtig? Ich habe alles gehört, als ich noch in diesem Ei war. Wahoo. Und weil du mich gerettet hast, helfe ich dir beim Kampf. Ich verschlinge sozusagen jeden Gegner. Mach dir also keine Sorgen mehr. Wahoo. Was, wie ich heiße? Ach so, naja, ich bin gerade erst geschlüpft. Du darfst mir also einen Namen geben, aber einen coolen, klar? Das ist gleich die nächste geile Sache. Man kann ihm einen Namen geben. Und ich mach's genauso wie auch im Original-LP als Hommage an Caleb, der bei früheren LPs häufiger mal am Start war, mittlerweile keine Zeit mehr hat, seinem Studium nachgeht und sich, glaube ich, auch von YouTube distanziert hat. Zumindest größtenteils. Aber ohne ihn hätte ich nie angefangen zu Let's Playen. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Falls nein, dann wird es bestimmt in den Kommentaren Leute geben, die euch das nochmal erklären. Und als, ja, Dank, Hommage, wie auch immer, nenne ich ihn erneut Caleb, als Ehre an ihn. Caleb? Boah, klingt ganz passabel. Kein schlechter Geschmack. Der Name ist in Ordnung. Wahoo. Also, Bomba, wir werden uns bestimmt super verstehen. Yoshi, aka Caleb, gehört jetzt zum Team. Geil. Der Mini-Yoshi hat folgende Fähigkeiten. Mit X kannst du auf ihn steigen oder wieder absteigen. Damit sind wir schneller unterwegs. Wenn du auf dem Mini-Yoshi reitest, bist du schneller als sonst. Geil. Auch wenn ich mich frage, wie der Kleine das schon aushält. Wenn du A drückst, während du auf ihm reitest, kannst du Abgründe fliegend überwinden. Dass die Yoshis so früh schon so viel drauf haben. Im Kampf greift er den Gegner mit Luftwaffe an und springt mehrmals auf ihn. Und mit Saugmatz verschlingt er einen Gegner und spuckt ihn gegen andere Gegner. Oh. War da nicht was mit den Stahlbrüdern? Dass sie eine Schwäche haben, wenn man sie aufeinander anwendet? Das können wir ja das nächste Mal gleich mal ausprobieren. Nicht wahr, kleiner süßer Yoshi? Ach, geil, Leute. Da ist er. Und gleich die richtige Farbe. Ich bin so froh gerade. Ansonsten wäre das ein bisschen eklig gewesen. Danke fürs Ansehen, Like und Kommentieren. Das nächste Mal geht's in die erste Liga.